Das war der schnellste Brexit aller Zeiten. Gut 1,5 Wochen nach der überraschenden Rückzugsankündigung des royalen Paares Harry und Meghan kam nun die Entscheidung über die künftige Rolle. Trotz warmer Worte der Queen wurde es ein klarer Schnitt mit dem Königshaus. Das Statement von Elisabeth II. Und dem Buckingham-Palast: Harry, Meghan und Archie werden immer geliebte Mitglieder meiner Familie sein. Sie erhalten keine öffentlichen Mittel mehr für königliche Pflichten. Die Sussexes werden ihre Titel Königliche Hoheit nicht verwenden, da sie nicht länger arbeitende Mitglieder der königlichen Familie sind. Der angekündigte Rückzug des royalen Paares hatte in Großbritannien erheblichen Wirbel ausgelöst. Der Schritt war nicht mit der Königsfamilie abgestimmt und soll dort für viel Enttäuschung und Ärger gesorgt haben.